Und damit hallo zurück. Krolek spielte nun die erste Halbserie bei seinem neuen Club BSG Chemie Leipzig und was sollen wir sagen, was viele bereits wussten ist jetzt schwarz auf weiß, es ist die schwerste Station für Kulttrainer Krolek in seiner Trainerlaufbahn. Verletzungswelle, kaum Entwicklung und leere Kassen. Krolek gibt sich aber dennoch kämpferisch und will den Bock umstoßen. Ich bin ehrlich, ich habe es mir schwer vorgestellt, aber darauf war ich nicht vorbereitet. Hier fehlt es an allen Ecken und Kanten sowie an Mittel. Ich bin nun mal auch kein Zauberer, auch wenn ich so aussehe. Dass Kevin sich dann auch noch verabschiedet hat, sorgte für ein Tief im Team. Aber jetzt heißt es Arschbacken zusammenkneifen und so hochscheißen, dass wir aus dem Loch wieder rauskommen. Und das werden wir schaffen. Ich weiß noch nicht wie, aber mir wird was einfallen. Nun brauche ich aber erstmal 2 Tage für mich, um mich zu sammeln und einen Plan auszutüfteln. Und das tat Krolek. Er verbrachte seinen freien Tag im Park beim Entenfüttern, weil ihm dort immer die besten Ideen kommen. Er wusste, dass die Kassen leer sind und er somit keine großen Sprünge machen könne, die er aber eigentlich bitter nötig hatte. Er beruf ein Meeting mit seinem Team ein und man beratschlagte sich stundenlang. Der Vorstand machte knapp 100.000 Euro locker für Verstärkungen im Winter. Krolek brauchte eine gefühlte Zauberschau, um daraus die erhofften Verstärkungen zu zaubern. Sein Plan stand aber fest, er besuchte seinen Sohn im Krankenhaus, der ihm mitteilte, dass er frühestens zum Saisonfinale wieder fit wird, was Krolek gar nicht in dem Kram passte. Danach traf er sich mit seinem Buddy Felix Magath, der ihm wertvolle Tipps in Sachen Transferphasen mit auf dem Weg gab, und danach hieß es, Deutschland-Tour. Er klapperte sämtliche Vereine ab, erkundigte sich nach Verträgen sowie Spielern, die aktuell unzufrieden sind. Am Ende mit beachtlicher Ausbeute. 10 neue Verträge schließt Krolek ab, darunter 5 ablösefreier Spieler, die bereits für die nächste Saison ein Arbeitspapier bei den Chemikern unterzeichneten. Darunter 2 junge neue Innenverteidiger. Nicol Tuglow ist der erste in der Runde. Der 21-jährige IV kommt ablösefrei von Viktoria Berlin und war sofort für das Projekt zu begeistern. Der zweite ist der 19-jährige Werthemi Boboy. Krolek ließ seine verbleibenden Kontakte beim S04 spielen und lotste den Verteidiger für die kommende Saison nach Leipzig. Des Weiteren kommt etwa Heckmann ablösefrei für die Linksverteidigerposition. Der 20-Jährige kommt für die nächste Saison vom VfR Aalen. Aber auch für die Zentrale plante man in die Zukunft. Tizian Zimmermann kommt ebenfalls ablösefrei zur neuen Saison. Der 21-Jährige ist für die zentrale Mittelfeldposition eingeplant und soll Breite in den Kader bringen. Und beim letzten im Bunde heißt es anschnallen. Nader Yindawi wechselt ablösefrei zur neuen Saison zu den Chemiker. Der 26-Jährige möchte es Krolek beweisen, dass es damals ein Fehler war, ihn nicht in die A-Mannschaft der Hertha zu berufen. Fast schon eine echte Meisterleistung, die Krolek da fabrizierte. Er schaffte es, dass man zur neuen Saison direkt neue frische Leute im Kader hat, ohne einen Cent Ablöse auszugeben. Well played. Am Ende des Tages sind diese Spieler aber erst zur neuen Saison an Bord und Krolek muss die Rückrunde erstmal überstehen, und auch da kochte er ein schönes Süppchen auf dem Papier. Der erste Transfer im Winter hört auf den Namen Michel Ludwig. Der 18-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und kommt ablösefrei aus der Dortmunder Jugend. Er wollte den nächsten Schritt machen und Krolek stand passend vor seiner Tür. Krolek zieht Pavlovic zurück auf das defensive Mittelfeld und Paul Horschig wandert von der Position in die Innenverteidigung, weshalb man auf der Suche nach neuen Kreativspielern war. Ludwig soll einer davon werden. Krolek wollte Erfahrung im Mittelfeld haben und die erhoffte er sich durch einen Transfer von Daniel Adlung. Der 35-Jährige kommt für 12.000 Euro aus Fürth und ist fest für die Stammelf eingeplant in der Rückrunde. Krolek wollte Führungsspieler im Team haben, die den Kopf nicht in den Sand stecken. Das Alter war in der aktuellen Situation zweitrangig. Und das zeigt auch der nächste Transfer. Krolek zauberte jemanden aus dem Hut, der in der Bundesliga ein bekannter Hase war. Oskar Wendt kommt für eine halbe Saison per Leihe nach Leipzig. Man einigte sich darauf, dass Göteborg 80% des Gehalts übernimmt für die Zeit, dass der Spieler unbedingt mit anpacken wollte. Schon fast ein echter Coup für die Chemiker. Krolek dachte aber nicht ans Aufhören und kaufte weiter ein und entschied sich für eine weitere Leihe, da er mit den Leistungen auf der Torwartposition alles andere als zufrieden war.
Und auch da wurde er fündig und möchte einem Spieler die Chance geben, den er in der Vergangenheit außen vor ließ. Faris Youssoufou kommt per 2-Jahres-Leihe vom FC Schalke 04, und hier wird es ganz wild. Kröleck schaffte es irgendwie, eine Kaufoption mit zu integrieren, die sich im mittleren Fünfstelligen bewegen soll. Die Leihgebühr liegt bei 18.000 Euro. Kröleck erhofft sich somit einen offenen Konkurrenzkampf auf der Torwartposition und eine Entwicklung beider Spieler. Am Ende blieb das Leid auf der Stürmerposition. Kröleck musste dort etwas tun, da sein Sohn Kevin noch ein wenig länger auszufallen drohte. Allerdings musste man nochmal ein wenig Gehalt einsparen für diese Personalie, weshalb Kröleck 2 Spieler verlieh, dessen Namen er vergessen hatte. Nichtsdestotrotz bekam Kröleck seine A-Lösung für den Sturm. Sven Schiplock unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag bei der BSG aus Leipzig. Man überwies knapp 50.000 Euro nach Stuttgart, um sich die Dienste des Stürmers zu sichern. Schiplock soll mit seiner Erfahrung in der schwierigen Situation vorne weggehen und die nötigen Scorer beitragen, um ein gesundes Fundament für die Zukunft zu schaffen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Was man aber sagen kann, ist, dass Kröleck alles in seiner Macht Stehende getan hat, um neue Leute für den Verein zu gewinnen. In Anbetracht seiner Mittel, die gefühlt überhaupt nicht vorhanden waren. Auf dem Papier sieht das nach guter Arbeit aus, wie Kröleck selber urteilte. Ich bin mehr als zufrieden. Wir konnten insgesamt 10 neue Spieler zum Verein lotsen. Das hätte ich mir nicht erträumen lassen, wenn man weiß, wie unsere finanziellen Mittel aussehen. Natürlich ist das keine Garantie, dass wir jetzt einen Durchmarsch machen werden, ganz im Gegenteil. Aber es ist ein kleiner Schritt nach vorne, wenn man sieht, dass Jungs wie Schiplock oder Adlung für den Verein zu begeistern sind. Auf uns wartet ein sehr langer Weg. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine ordentliche Rückrunde spielen werden und somit ein Fundament für die neue Saison ebnen werden. Es ist jetzt schon eine Menge passiert im Verein. Es bleibt die Baustelle Infrastruktur, aber alles auf einmal geht halt auch nicht. Wir sind sehr gespannt auf die Neueinkäufe und vor allem, ob Kröleks Plan bereits in der Rückrunde ein wenig aufgeht. Und damit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der nächsten Folge der BSG Chemie Leipzig Karriere. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt habt ihr gesehen. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich kann euch nur sagen, ich saß 3,5 Stunden dran, um diese Leute zu holen. Zu finden, zu holen. Ich bin hier kaputt gegangen, ne, ehrlich. Das war mit Abstand die längste Transferphase, wo ich selber dran saß. Ich habe alles geguckt. Ich bin sämtliche Jugendvereine durchgegangen. Ich bin die U-Nationalmannschaften durchgegangen, wo wir keinen bekommen haben. Überhaupt keinen. Ich bin alle Spieler durchgegangen, wo der Vertrag ausläuft. Will Grigg, gar keine Chance. Wir hätten für niemanden da ein Angebot machen können. Ich bin überall auf Max gegangen. Unten war nicht mal ein Balken. Da war nicht mal ein Balken gewesen bei den Leuten. Die haben gar keinen Bock gehabt auf uns. Ich dachte mir echt, was soll das geben, ne? Was soll das geben? Und dann fing es langsam an. Dann haben wir den gekriegt. Dann ging der. Und dann haben wir irgendwann so ein bisschen einen Flow reingekriegt. Das war echt hart. Ich war sogar am Gaudino war ich dran. Und selbst der wollte nicht. Das gescheiterte Talent aus Bayern. Selbst der hat keinen Bock gehabt. Und das sind jetzt die Jungs hier. Oscar Wendt für die Halbserie ausgeliehen. Wir zahlen aber nur 20% von den 90.000 hier. Das habe ich ausgedealt. Der hat einen Heldenstatus. Plus 10. Kann links. Passt. Perfekt eigentlich. Erfahrung plus 3. Genau das, was wir brauchen. Wir haben Paul Horschig vom ZDM weggenommen und in die IV gepackt. Dafür Pavlovic auf ZDM gezogen. Adlung fürs ZM geholt, der gar nicht mal so kacke Scorer hier hatte. Wir haben geholt Michael Ludwig. Da müssen wir schauen, in der Hoffnung, dass er sich schnell entwickelt, dass wir den zu Geld machen können oder sonst irgendwas. Ablösefrei aus der Jugend. Wir haben geholt Sven Schiplock. 34 Jahre, 12 Spiele, 6 Tore. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. AfDJ, sowas kriegen wir nicht. Ich habe das Maximum geholt, was geht. Wirklich. Mehr ging nicht. Youssoufou, 400.000 Kaufoption. 20.000 Gehalt, das war echt entspannt. Und in der Schalke-Karriere war der Bruder gefühlt überhaupt nicht vorhanden.
Von daher kann man das hier mit dem probieren. Okay. Stimmt, Verträge, zukünftige Wechsel. Einmal den, ablösefrei. Tizian Zimmermann, ablösefrei. Nikhil Tuğlu, ablösefrei. Boboy, ablösefrei. Und Nader El Jindawi. Der übrigens auch im Hinspiel gegen uns genetzt hat. Ne? Ja, das sind alle Leute, die wir geholt haben. Das war echt eine Mammutaufgabe, Alter. Einfach zweimal Wende auf LV. Ja, aber der andere ist, glaube ich, ein ganzes Stück schlechter, ne? Ja. Der hat auch gar keinen Bock mehr hier bei uns irgendwie. Aber wir können ihn nicht abgeben. Brauchen wir noch. Seht ihr, das kriegt der Vater von Dings und nicht Theo Weigel. Was habt ihr denn gegen Kevin Kröllek, Junge? So der Beste. Hat auch einen schönen Fukuhila. Haarpracht von seinem Vater. Der Jeppel, Junge. Jeppel, Jeppel. Das ist kacke, Junge. Der kriegt keine Fitness, der Bruder. Ihr habt ihn schon alleine reingepackt in eine Trainingsgruppe, aber irgendwie hat er nicht so Lust. Aber ist halt unser bester Stürmer gerade. Ja, ey, mehr konnte man nicht machen. Aber ich, was heißt mehr konnte man nicht machen? Ich finde, wir haben sehr, sehr viel gemacht. 10 Leute zu holen mit so einem Budget da. Boah. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass wir jetzt sehr, sehr viele Leute geholt haben und wir erstmal wieder Zeit brauchen, dass die sich eingespielt haben gegen den Tabellendritten zum Start. Ist gut, stabil. Wir gehen rein. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Willkommen zur Rückrunde. Willkommen. LOL! Zigerci, war der nicht bei Hamburg? Aber das war schon mal gut. Pavlovic auch gut mit einer 4-5. Adlung auch 4-5. Gut. Sehr gut. Wir lassen laufen. Gerade noch von dem gesprochen, ne? Da trifft er. Ist der Bruder? Okay. Ist der Bruder, den mal hier, den Tolga. Bei Hertha rennt er jetzt. 15 Wochen verletzt, auf chillig. Ey, Oscar Wendt, immerhin der beste Mann, ne? Puh! Danke für die Punkte. Ey, wir werden ein bisschen zu kämpfen haben, weil wir sehr, sehr viele neue Leute geholt haben, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Kann einer gute Standards, wenn nur hohe 70er-Werte, aber auch da haben wir gar nichts gekriegt. Wichtig ist jetzt, dass wir die Saison irgendwie vernünftig Zwei Tage, Chat. Der Ben spielt trotzdem, keine Panik. Das Eingrooven wird jetzt schwierig werden. Ich hoffe, das funktioniert schnell. Wir haben jetzt gerade auch nur knapp verloren, ne? 75, lass den starten. Ich weiß zwar nicht, warum der gelb hat jetzt. Wahrscheinlich, weil er nicht gespielt hat. Ja, kann's sie zwar. Brauchen wir nicht. Hier steht, ja, genau. Da steht immer, wie lange. Let's go. In Luckenwalde. Das Einzige, was wir sammeln, sind Karten. Wobei, ich lasse den jetzt hier zocken. Der kriegt jedes Spiel gelb. Wieso? Wenn der andere? Ja, wichtig! Pavlo. Und hier müssen wir keine Karte riskieren. Guck mal, ey. 1-5. Let's go! Shitblock 3-0, Chat, da sind wir. Und Kessler, die Joker. Back in business. Ja, den haben wir aber auch gebraucht, den Sieg. Guck dir das an, Alter. Wir sind ja am Arsch hier. Wir haben gerade gegen den ersten 1-0 verloren. Blutegos, Shitblock, erstes Tor. Ist gut für die Stimmung im Team. Und zu 0. Was ist hier? Nix. Ben ist wieder da, obwohl der eine gute Partie gemacht hat, aber it is what it is. Boah, Form richtig gut gerade, ne? Bei dem können wir gar nicht sagen, hier immer hier. Sieht gut aus. Ey, das sieht doch vernünftig aus. Gildenberg. Shiplock Form 13. Startet der auch. Shiplock startet. Zuschauerdurchschnitt, ich glaube 2000 irgendwas, meine ich. Wir kriegen nicht mal die 5000 voll.
Fucking Lichtenberg, komm. Kleine Serie, ey, die sind auch unten drin. Erste Halbzeit passiert immer wenig irgendwie. Atlung wieder 2-5. Pavlovic kommt noch nicht so ganz klar mit seiner Rolle hier. Ich lass erstmal nochmal laufen. Gerstein, let's go. Aber hat gelb. Take me home tonight. Wir nehmen den Wind runter. Oh, Chat, let's go. Zweiter Sieg. Und wir kassieren, wir haben erst ein Gegentor kassiert. Gegen Tabellenersten. 43 Euro Geldstrafe. Wieder der mit einer 1. Ey, mach weiter, entwickel dich. Du bist auch erst 21. 27 Punkte. Gute Form gerade an für sich. Wieder die beiden drin. Oh, wir haben irgendeinen gekriegt, Casali. Wir haben irgendjemanden gekriegt, Chat. Und ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wer es ist. Wer ist das denn hier? Owusu? Ich kann ja nichts mehr holen, ne? Spielen wir doch gar nicht rechtes Mittelfeld. Brauche ich nicht. Boah, bitte lass den gut sein. Ich weiß nicht mal, was das für eine Position ist. Michel Casali. Wer ist denn das? Yo, let's go! Rechtsverteidiger. Ey, Chad, können wir mitarbeiten. Woher kommt der? AC Mailand. Guck mal, da war doch noch ein Überbleibsel. Geil. Gretchen, zack, zack, zack. Alles für die Kaderbreite. Der braucht wahrscheinlich einen Dolmetscher. Oh, schön. So wird doch mal ein Schuh draus. Transfermarkt zu und wir haben noch einen bekommen. Nice. Und das passt auch ganz gut, weil der hier langsam ein bisschen an Krückstock läuft, hier immer am Spiel. Schöne Sache. Spezi, FCU und René, willkommen zurück und welcome. Gehalt ist krass im Minus, krass nicht. 68.000. Bisschen was können wir verschieben noch. Shiplock, aber hier aus Litauen haben die eingeholt. Lino Kasten, alle haben Keeper geholt, Chat. Der sieht mir aus wie ein Italiener hier. Oh. Der marokkanische SV Düsseldorf? Was ist das denn, Alter? Marokkanischer SV Düsseldorf? Nur hier letzte Verein erkennen, da habe ich noch nie was von gehört, ne? Lukimia spielt er? War das Lukimia gerade? Oh, oh, oh. Das Problem ist, wir können hier nicht mehr blind in jeden reingehen. Riesentalent. Nee, können wir nicht annehmen, Chat. Jahrhunderttalente, die können wir annehmen. Aber wir können nicht jeden Cent. Weil wenn der auf einmal kommt, wir kriegen hier immer mehr Miese. Und linkes Mittelfeld brauchen wir sowieso nicht. Nein. Ja, ich drücke ja und scouten und dann kriegen wir den trotzdem. Was habe ich davon? Linkes Mittelfeld brauchen wir. Ja, oh, geil. Verletzt, fällt aus. Ey, ey. 2 weeks. Scheiße. Jetzt haben wir hier gar keinen Stürmer. Und der hat hier auf Krampf auch nicht. Eieiei. Na, das ist doch super dann, ne? Das ist eine super Geschichte. Gillenberg fängt an. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Wieder gegen unten, ey. Au. Shiplock, Abfahrt. Nur keine Verletzung, keine Karten. Shiplock, let's go. Atlung! Atlung mit einer 1, die nehmen wir mit. Gillenberg auch wieder eine 1. Die Noten nehmen wir mit. Vielleicht Auf- und Abwertung. Buri nehmen wir rein. Den nehmen wir noch rein. Und ab der 60. schraube ich den Einsatz runter. Von wem? Wer könnte denn hier mal eine gute Note gebrauchen? 4-0. Und wieder zu 0. 30 Punkte. Also mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Wichtig ist, jeder Platz zählt. Kriegen wir auch immer noch mal ein bisschen mehr Geld. Aber der gerade zum dritten Mal in Folge drin. Ein schönes Plus 2. Wird mir schmecken. Haran verletzt, Muskelfaserriss, Gildenberg Rückenprellung.
Ey, diese scheiß Infrastruktur macht mich wahnsinnig. Das liegt einfach an unseren Trainingsplätzen und die ganze Kacke, ey. Wir haben immer mindestens 4 Verletzte. Müssen so weiter reingehen. Dürfen die Fans jetzt mal wieder zum Training kommen? Ja, danach. Aber alle von unten gerade. Berliner AK auch unten drin. Ja, ich lasse die Fans wieder rein. Haben sie verdient. Schalke nur Platz 11. Die haben aber auch Reis rausgeschmissen. Da ist jetzt irgendein komischer Trainer. Von dem habe ich noch nie was gehört. Schiplock. Schiplock. Let's go. Achtung, rennt hier nur Einser, ne? Den Brückmann hier mal runter. Ja, damit fehlt er im nächsten Spiel. Sehr gut. Scheiße. Aber auch ganz andere Noten gerade irgendwie. Jippel. Kessler, Abfahrt, Chipblock, Vorlage. 4-0. Hey, Chat. Kevin noch 4 Wochen verletzt, ja. Boah. 5 Spiele, 5 Tore. Bester Einkauf. Ben Yedder nach Bayern. Ja, sicher. Nee, 3 Spiele zu 0, Hachinger. Erstes Spiel haben wir 1-0 verloren gegen den ersten. Mannschaft der Woche und Fans haben wieder Zutritt. Ui, ach, Pavlo auch wichtig, dass der endlich mal eine gute Partie hatte. Aber auch Adlung, sehr strammer Transfer gewesen. Craftet halt auch gut die Einser- und Zweier-Noten. Kann ich, der erste. Der hat auch mal eine. Schiplock hat auch mal eine Phase gehabt, wo der nicht so kacke war. Na gut, das war ja klar. Buri jetzt rein. Nee, wir lassen laufen. Gerade läuft's gut. Gegen Chemnitz, gegen den zweiten. Könnte jetzt wieder einen kleinen Dämpfer geben oder wir marschieren weiter. Ja, da kommt der Dämpfer. Schiplock 4-5. Jeppel 5. Oh, gute Offensive auch gerade. Probier nochmal auf langen Hafer. Vorne rein die Dinger. 2-0 gegen Chemnitz. Geht aber klar. Aber eher Note 1. Wichtig. Die kloppen sich halt oben um den Aufstieg. Damit haben wir diese Saison halt nichts zu tun. Da müssen wir uns leider eingestehen. Nächste Saison vielleicht was anderes. Um 4 Tore besser als im Hinspiel. Aber wir haben aber auch wieder... Ja, okay, jetzt haben wir 2 Gegentore kassiert. Ah, das passt. Wir sind voll im Soll gerade. Einstelliger Tabellenplatz wäre schon Baba. LOL! 100.000 plus Chat! Ehrenfan, wer war das? Hat da einer einfach gewonnen, ne? Hat er geteilt mit dem Club. Wichtig! Oh, jetzt kommen die Klopper hier, ey. Jena, Lok, Hertha. Ja, jetzt wird's. Jetzt wird's interessant werden, du. Was ist das denn für eine Woche? Junge, jetzt könnt's auf die Fresse geben. War ich, ja, ja, jeder von euch hat jetzt gespendet, ist doch klar. Ja, Horschig müsste wieder da sein jetzt. Wegen dem haben wir auch verloren, ne? Weil der nie auf dem Platz stand. Oh, Kirchstein ist noch angeschlagen, aber der ist wieder da. Haben wir den? Ach, boah, die haben wir alle nur 2 Jahre gefühlt. Den haben wir länger, den auch. Lass den Ludwig mal anfangen. Hasi verdient. Warte mal, dem müssen wir, glaube ich, noch eine... Versprechen geben, dem Rechtsverteidiger. Wo ist der hier? Bumm. Kriegt er ein bisschen Vertrauen in uns. Hey, in Karl Zeiss Jena. Hey. Aktien können wir gleich mal gucken. Wir trotzen ein 0-0 ab. Aber die sind auch gerade formschwach. Vielleicht ist was möglich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nächste 2-0er. Einstelliger Tabellenplatz wäre echt Baba. Aber wir kloppen uns hier um den 8.9.
Weil die sind schon zu weit weg hier gefühlt. Sensation 3 Stück, Verstärkung Wendt und Casali. Jetzt schon Bock auf die zweite Saison mit den ganzen Neuen da. Ich habe ein bisschen Schiss, dass unser Gehalt komplett weg ist dann. Aber da müssen wir sowieso dann einmal schauen. Weil wir halt viele Leute drin haben, die wir nicht verlängern können. Die müssen wir dann so oder so zu Geld machen. Aufstieg wird schwer. Aufstieg wird sehr schwer. Wäre unsere Infrastruktur ein bisschen besser, dann würde ich ruhiger an die Sache rangehen. Aber wir haben hier immer wieder Verletzte drin. Ich glaube, zum ersten Mal in der Saison keine verletzten Spieler. Kevin! Kevin ist wieder da, Chat. Derby, Derby, Derby. Bei Aktien können wir einmal gucken. Kannst du eine Derby-Wette machen, Chili? Ja. Die nehmen wir mit ins Stadion. Aktien. Minus, minus. Geil. Geil. Nicht mal 100.000 auf Ruhe. Gut. Ah, wieso haben wir keine Juve gekauft? 11%. Ajax ist auch gut. Oh, meh. Wir bleiben drin, Chat, hier. Haben wir nochmal ein Kurztrainingslager drin. Das kostet halt auch immer Geld, ne? Meine Fans schauen. Bin stolz auf unsere Spieler. Für diesen Verein interessieren sich da sowieso nur ein paar Rentner. Perfekt. Unsere neuen Spieler dürfen nicht müde werden und auch keine Fehler begehen. Alles klar. Seid alles Rentner, Chat. Hier. Die Brigitte hat's... Ne, wer hat das gesagt? Die Katrin. Die Katrin F. aus Halle. Die hat gesagt, ihr seid alle Rentner. Beliebtheit bei den Fans ist auch eher schwierig, ne? Lock. Lock, lock, lock. Derby Time. Was war das Hinspiel, Chat? Unentschieden, ne? Stein! Bau, let's go! Nein! Und wieder rumrennt! Die haben einfach Campbell und Mitrologulululululu geholt! Pablo macht keine Kacke da. 4-2, wir sind besser. Ballbesitz eher bei Lok. Ja, 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 ist ausgeglichen. Ausgeglichene Nummer. Shiplock! Wir haben Shiplock und Gildeberg! Let's go! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Shiplock kommt runter, gute Partie gemacht. Wünsch nehmen wir runter. Ludwig nehmen wir runter. Und... IV will er eigentlich nicht runter nehmen. Wir nehmen den RV runter. Dass der auch mal spielt. Ja, ein Eigentor auch noch hinterher. 5-1! Adlung 1-5. Gildenberg auch 1-5, weil er Tor gemacht hat. Jeppel 2-5. Chat, sieht gut aus. Wo wären wir in der Rückrunde? Warte mal. Chat? Rückrundentabelle bisher? Gar nicht so schlecht. Gar nicht so verkehrt. Also, ey, der muss da eine Aufwertung kriegen. Hier unten einen Stern auch noch. Macht 3 Sterne. Dann können wir mit dir richtig mal lochen hier. Vor allem hat der noch richtig lange Vertrag, ne? Zufriedenheit mit ihrer Arbeit. Appell an die Fans. Wahrscheinlich, weil wir die Perle wieder mit hatten, wa, Chat? Jetzt gegen Jindawi. Appell an die Fans. Adlung. War ein glorreicher Transfer, mein Junge. Zufriedenheit mit ihrer Arbeit. So. Sponsor hat eine Prämie von 1000 bezahlt. Ey, dankeschön, ne? Sehr friendly von you. So, jetzt sind wir hier wieder im Plus. Jetzt müssen wir Sonstiges noch wegkriegen, irgendwie. Aber das sollte möglich sein. Schienbeinprellung. Mann, diese scheiß Infrastruktur, ey. Ich liebe unsere Trainingsplätze. Ich finde die geil. Kevin Krölle könnte aber bald wieder eine Option werden, Chat. Ich will den aber nicht verheizen jetzt. Bellot im Tor, Chat. Ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Wir haben zwar mehr Chancen, aber es ist trotzdem ausgeglichen. Vorne irgendwie muss einer reinfallen. Adlung, gar keinen Bock, ey.
Ah, ich dachte, das wäre das 1-1, Mann! Aber Hertha auch Dritter, ne? Jetzt kommen wir gerade wieder in so einen Trott rein. Scheiße. Dennis, danke für 12. Torwart war schuld. Kolleg ist enttäuscht? Wieso enttäuscht? Kolleg, was machst du denn? Frühere Entscheidung, Interesse, Interesse, Kurztrainingslager. Also ich glaube, ohne Infrastruktur ausbauen, werden wir eine ganze Weile nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, weil wir zu viele verletzt haben. Er verliert nochmal 10 Moralpunkte. Chillig. Du hast halt keine Fitness. Was soll ich denn machen? Rehabilitation bist du immer noch drin. Kann ich einstellen, was sie hier machen? Nee, ne? Meine Trainingsgruppe 3 kann die halt noch nicht erstellen. Kann er gar nicht da rausnehmen. Die kann ich verschieben. Das hätte ich den Fitness trainieren lassen. Ja, Paul auch noch nachträglich gesperrt. Thank you. Wie viel? 5 Spiele? Ja, sicher. Klar, 5. Super. Nach 10 Kilometern. Wie lange ist ein Marathon? Wir gehen einen tanzen. 42. Ja, da haben wir weit geschafft. Da sind wir doch weit gekommen. War doch gut. Hey, Torwart 5-5. Geil, ehrlich. Der Torwart ist die maximale Bratwurst hier, ehrlich. Ganze Pulver wieder verschossen, ey. Alter, unsere Außen sind, aber das hier links außen ist halt auch nicht gut, ey. Motivationslehrer für 10.000, den müssen wir jetzt mitnehmen. Kostet der halt mal Geld, aber... Oh. Let's go! Must! Jeppel eine 1, sie haben alle eine 1. Ein Kessler mal. Und auf einmal Tor war wieder eine 2. Hat er gemerkt, dass er öffentlich kritisiert wird. Kassiert ein Gegentor und eine 1. Was ist das für ein Blödsinn? Knapp, Chat. Knapp. Aber Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg. Ja, und dann loben wir den Keeper, kriegt er 2 Gegentore. Das ist, sie haben ein eingebautes Mikro hier. Valenciana Schalke. Müsst ihr den hier auch noch loben, nur, ey. Was? 10 Tage Ludwig, das ist... Oskar hat es geschafft, Fuß zu verbessern. Ja, hey, nicht schlecht. Was kostet das, Trainingsplätze? 100.000. Was bringt das? 6% weniger Verletzung. Ja, das ist super. 6%. Ich muss das jetzt mal anschalten. Das geht nicht anders. Ich muss das jetzt machen. Das geht. Wir haben einfach zu viele Verletzungen. Ja, besser Dings. Wir haben zu viele Verletzungen. Dynamo. Erfurt Cottbus. Einfach ein gutes Gefühl schaffen. Gutes Gefühl für die Dings schaffen. Für die Auf- und Abwertung. Und irgendwie schaffen, dass Kevin noch vor der Auf- und Abwertung irgendwie wieder in die Spur kommt. Ist auch noch keine Option für dieses Spiel. Pavlovic, 1-0. Ach, das ist zu wenig. Wir haben 6 Chancen. 4 davon aufs Tor. Das ist doch kacke. 1-0, ey. Ich dachte, wir schießen uns ein bisschen den Frust von der Seele hier. Aber wir sind in dem Fight, ne? Mit einstelligen Tabellenplatz. Lock genau einen Platz vor uns. Das sah am Anfang der Saison noch ein bisschen anders aus. Da dachte ich, die spielen oben mit hier.
Hier, so ein Falcao, das wäre nochmal was für uns, Chat. Den hätten wir genommen. Aber woher die Kraft? Was? Weiß ich nicht. Essen hätten wir uns auch sparen können. Junge, wie lange ist denn der angeschlagen? Ja klar, Sieg ist Sieg. Aber normalerweise hoffst du, dass die sich mal ein bisschen da den Fuß von der Seele ballern. Was? Das ist so nervig mit den Verletzungen. Stadion für Champions League anmelden mit 4000 Leuten oder was? Wahrscheinlich würden wir da den Zuschlag kriegen. In keiner Karriere mit irgendwelchen Stadien kriegt und mit BSG würden wir ihn kriegen. Ich glaube nicht mal, dass wir uns anmelden können dafür. Wir haben keine Chancen vorne, ey. Brauchen mindestens 30, ja, dann können wir das sowieso vergessen. Komm, Halbzeitansprache. Shiplock, gut. Ein Nachlegen direkt. Leg doch einen nach. 4-5 macht ein Tor. Kevin, Junge. Zeig, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. Jeppe, jawohl. Kevin, mach noch einen. Komm, Kevin. Aber egal, 3-0. Kevin Krolleck mit einer Note 2, Chat. Der kommt wieder. Ist gut. 3-0. 45 Punkte und wir könnten rein theoretisch noch... Ey, wir könnten noch hier rein, ne? Oder? Rein theoretisch könnten wir vor Lok kommen. Ob es passiert, weiß ich nicht, aber möglich wäre es. Und ich würde mich da sehr drüber freuen. Total drüber freuen. Ja, der hat eh verloren. Das müssen wir abgeben. Für die Halbserie war das gut, Chat. Für die Halbserie können wir damit arbeiten. Aber ziehen können wir das nicht. Minus, sehr gut. Plus 3 immerhin. Plus 1. Plus 4. Boah, ich hoffe, die bringen wenigstens ein bisschen Marktwert mit. Ja, Minus, sehr gut. Alle verletzt. Neun Tore? Ist ja gar nichts. Prognose sagt, wir landen auf 9. Da kann ich nicht so stehen lassen. Kevin Form 14. Aber die Form ist gerade sehr gut. Das mal die ganze Saison behalten. Wollen wir die Trainingsplätze ausbauen, Chat? Die sind alle hyped gerade. Neue, endlich nicht mehr auf Asche. Endlich mal Kunstrasen jetzt. Aber Bauer ist wieder da. Nehmen wir den Aruna. Ja, die Prognose macht er anhand der Spieler, der Mannschaftsstärke einfach. Und wenn die gelb sind, dann macht er dann unentschieden rein. Komm mal mit ins Stadion, Schätzchen. Was ist mit dem Heiratsantrag? Kommt nie in Frage. Mal, was ist mit dem Kind hier überhaupt? 80.000. Hier geht alles weiter bergab. Alles gerade unten. Wie sieht Dortmund aus in der Liga? Dortmund könnte, wir gehen bei Dortmund rein. Wenn die Meister werden, geht das nach oben. Und dann alles verkaufen und den Verein pumpen. Den schlechtesten Kunstrasen, den sie, ja, so ein bisschen mit Löcher drin ist ja nicht schlimm. So ein Benutzen einfach, weißt du? Aus dem Baumarkt. Let's go. Let's go. Der gute Trainingsplatz ist das auch. Kirstein, komm, du kannst es doch. Sehr gut. Kevin kommt. Er kommt. Gilde kommt. Zu wenig Chancen, was wir uns da herausspielen. Mast! 1-0. Oh, Chat, guck mal hier. Lok nur einen Punkt weg, Tordifferenz ist für uns.
Wir könnten mit einem Sieg, wenn die hier alle verkacken, könnten wir auf 6 hochschießen. 6 wäre ein krasser Erfolg. Wenn man sich die Saison anguckt. Möglich ist es. An einer von den Mods, ich weiß nicht, Chili oder wer das macht, mach mal eine Wette. Eine Saisonendwette. Es sind ja jetzt nur noch 2 Spiele. Landen wir auf Platz 9, 8, 7 oder 6? Rückrundentabelle. 5. 10 geht nicht mehr. 10 geht nicht. Wir kommen nicht auf 10. Berlin wird es nicht machen. V Berlin, die spielen gegen Berliner AK, da werden sie verlieren, weil Derby und gegen Chemnitz, die sind Erster, Junge, die kriegen auf Fresse. Wir werden nicht 10. Wir haben IV schon geholt, Karin, 2 Stück. Nur diese Saison habe ich leider gar nichts gekriegt, da musste ich den Horschik nach hinten ziehen. Und Pavlovic auch eine Position nach hinten. Leipzig ist Meister, hat ja gut funktioniert mit Dortmund. Danke Dortmund, ehrlich, geil, alles für die Aktien. Bist du einmal auf Dortmund verlassen, bist du verlassen. Hast gemacht, Chili? Ey, Kuss, ne? Ich danke sie. Der jetzt im Finale fehlt, feiere ich jetzt auch nicht so. Er hat eine gute Form. Lass uns mal starten. Angel's a teenage. Oscar Wendt war so ein solider Pater auf links. Yeah. Ich kann da schon reingehen, ne? Kessler zum Glück umentschieden. Shiplock, Abfahrt. Mach keine Scheiße, Mast. Hast verstanden? Wobei, nee, mach das anders. Wir machen das so und machen das so. Nee, Entschuldigung, so machen wir das. Pablo, spekulieren wir mal ein bisschen für Auf- und Abwertung. Hinten lassen wir erstmal laufen. Wie sieht's aus? 4:6. Defense steht bei uns. Defense steht richtig gut auch. Verleck, mach es. Kevin. Oh, schick, Abfahrt. 3:1. Hart. Kevin. Note 4. Da muss mehr kommen. Also 6 geht schon mal nicht mehr. 7 würde noch gehen. Aber wir sind vor Lock. Chat. Dieses kleine Duell haben wir Stand jetzt für uns entschieden. Aber wir spielen am letzten Spieltag gegen, genau richtig, Energie Cottbus. Und die sind 4. Und die haben alle letzten Spiele gewonnen. Genau wie wir. Da haben wir nochmal einen Klopper zum Ende. Wichtig aber, dass wir so nochmal eine gute Enddings hatten. Eine gute Endphase für Auf- und Abwertung. Mannschaft der Woche hat auch noch einen drin. Nichts mehr verletzt und Paul ist auch wieder da. Jeppel ist auch da. Jetzt wird es ja sogar ein bisschen schwierig hier mit der Bank, wa? Gillenberg noch einmal torken. Dann können wir nichts sagen. Dann kriegt der Wendt nochmal ein Lob. Schippi nochmal ein Lob. Bauern Lob. Ludwig nochmal ein Lob. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Ah, Dortmund 0,6 hoch und Manchester ist hochgegangen. 8,3. Lazio weiter freier Fall. Warum haben die einen Fitnesstrainer angeheuert? Hör mal, Thomas. Mach mal lieber ein bisschen Hallenhalmer, ne? Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Meine Tochter findet den Faris Yusufu so toll. Sie hat das ganze Zimmer voller Poster. Nico L. Special. Pavlovic, Lieblingsspieler, danach Faris, Tivko, Wendt und Jeppel. Guck mal, Krölek überhaupt noch nie drin hier, ne? Krölek total unbeliebt. Krölek der Unbeliebte. Verkaufen bringt nichts, da würden wir Minus machen. Schalke, größte Drecksverein auf dieser Welt. Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Ey, Gangster. Gangster. Was hast du denn gegen Schalke, Junge? Haben die dir einen Tippschein kaputt gemacht, oder? Oder was bist du so außer dir? Mitgliederwerbeaktion? Was? Was machen die denn hier, Alter? Hauen die Kohle raus? Ich lasse euch die erste Halbzeit normal so laufen. Ich gehe in der Zeit nochmal eben kurz pissen. Sonst pisse ich mir hier gleich ein. So, ey. Wichtigstes Spiel können wir noch reinmachen. Ist ein guter Call, haben wir nicht benutzt. Machen wir.
gegen Energie. Abfahrt! Oh, Entschuldigung, doch noch nicht. Ha, Fake News. Lebensschwermann. Abfahrt! Kolleg! Ach, Mann, ey. Spätestens also der Coach. Der Coach musste pinkeln. Was soll ich denn machen? Wir sind wieder besser, aber die nutzen die Chance nicht. So, in der zweiten Halbzeit. Aber Abfahrt hier. Kevin, ich baue jetzt auf dich. Shiplock? Noch sind wir da? Kessler, da drehen wir die Bude. Krölleck mit der Pfote. Nein! Ja, Ludewig! Boom! Zack! Kevin Krölleck. Ludwig mit einer 1. Eine 1 nimmt er mit. Aber wir bleiben auf 8. Scheiße. Wir bleiben auf 8, weil Dynamo 3-2 gewonnen hat. Lok hat nochmal auf Fresse gekriegt. Ey, aber eine positive Bilanz. Rückrunde auf jeden Fall gegen Tore ein bisschen entspannter gewesen bei uns. Vor Lok, erster Dings-Chat. Erster kleiner Teilerfolg. Ja, jetzt müssen wir halt beten, dass wir Auf- und Abwertung. Auf- und Abwertung klingelt. Pablo wird, denke ich, safe einen Stern kriegen. 35. 26. Wir müssen uns nächste Saison auf jeden Fall nach einem nach einer hängenden Spitze mal umsehen. Weil das fehlt so ein bisschen. Mein Jeppel Shiplock ja auf, ey, für die Rückrunde, Jungs. Da gibt es eigentlich nichts zu haten. 16 Spiele, 9 Hütten. Das ist in Ordnung. Hinrunde kann ich nicht spielen, dann gibt es keine Breaking News. Und wenn ich eins gelernt habe, dann auf jeden Fall nicht mehr mit dem Chat Transferphasen machen. Weil das bringt am Ende überhaupt nichts. Kerry Kane der Beste mit 9 Tore? Hä? Brian Lassmörmer. Oha. Das ist echt ein paar geile alte Shots von dir auf YouTube. Fehlt nur noch von Papa gelernt. Ja, dann ist er irgendwo drin, ne? Irgendwo ist er da drin. So, let's go, Chat. Plus, wir brauchen Plus. Kevin Krölleck wird einfach immer besser. Jawohl. Auch stark. Adlung auch nochmal hoch. Hey, voll easy, Chat. Voll easy. Kevin viel von Mitspielern gelernt. So, wir waren vor der Saison. Ja, passt ja. Wir waren genau in der Mitte und haben einen Platz drüber. Das ist doch in Ordnung gewesen. Talent erhöht. Talent erhöht. Ja, der Pavlovic. Ich glaube, ein. Ich würde sagen, ein. LOL! Chat! Der IV auch. 2,5. Gildenberg geht auf 3 hoch. Das war gut. War aber auch abzusehen von der Form. Und Pablo. Auf 3,5. Oh, den haben wir sogar noch, ne? Den haben wir sogar noch ein Jahr. Den müssen wir nicht abgeben. Wette ist nichtig. Wette ist, ich habe gefettfingert. Mannschaft des Jahres. Ah, der hätte auch noch gerne einen kriegen können, der Ludwig. Und Mannschaft der Woche, Ludwig. Er scheint einfach nicht zum gemeinsamen Abendessen. Kevin, Junge, so wird's halt nichts. Ne? Du musst auch ein bisschen hier Dings. Ey, das war doch in Ordnung. Für die erste Saison, es war sehr hart, aber unterm Strich akzeptabel. Mir grautet nur vor jetzt gleich, wenn wir auf einmal minus keine Ahnung was Gehalt haben. Hamburg steigt auf, Bochum geht runter und Osnabrück bleibt. 5-5. 6-1 und 5-2. Ja, perfekt. Da haben wir auch alles gesehen, ne? Oh, Mercedes-Benz. Gib her. Annehmen. Mercedes-Partner. So, jetzt Finanzen. Finanzen, Finanzen, Finanzen. 130 können wir nochmal hoch. 90.000. Heißt, ich nehme aus Baukosten und aus Transfer... Nein, ich habe Scheiße gemacht. Ich hätte vorher Budgetänderung machen müssen. Scheiße. Ich hätte vorher Dings machen müssen. Das war nicht schlau. Na komm, wir gehen nächste Saison eh neu rein. Schön mit Minus verkaufen, die Scheiße hier. Super. Wobei, hier geht's, ne? Kauf.
70, was haben wir denn hier, 800? Ja, 190. Wenn ich hier das voraussichtliche Transferbudget schon wieder sehe, da sehe ich schon wieder alles, ne, ehrlich. Ey, wir haben tatsächlich was geschafft auszubauen, ne? 100.000. Das sind doch schon mal ein bisschen andere Summen jetzt hier. Jugendtrainer hat Stress mit Eltern, perfekt. Ich habe das Verlangen danach, Baukosten noch irgendwas zu bauen. Ja, Fitnessparkkurs ist schon wieder zu teuer und Trainingsplätze können auch zu teuer sein jetzt, ne? 175, da können gar nichts ausbauen. Hamburg, erste Liga, Edin. Spanien, Chris Führig. Ach, jetzt, ich habe doch gar keine. Die Jeppel wieder verletzt. Jetzt geht das hier auch noch los. Fitnesstrainer. Auch ein Scout. Ja, gut, der kostet nichts, Chat. Harrison Reed. So, die beiden nehmen an. Jetzt sind wir hier auch schon wieder runtergedroppt, wahrscheinlich. Krölleck lädt zum Essen. Aha, guck mal, Chat. Guck mal. Er hat sich, hat er sich zu Herzen genommen. Ich kann nicht mehr ändern, Chat. Alle vier Wochen nur. Platz 8 am Ende. Dortmund aber immer in den Dings geholt, der DFB-Pokal. Chaos, danke für 46. Grüße in den Urlaub, hör mal. Genieß die Zeit, ne? Ah, der möchte sich woanders umschauen, gut. Super. Ohne Auflagen sind wir durch, brauchen wir nichts mehr verschieben. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Mannschaftsarzt. Oh, und selbst hier die Kohle kann jetzt wichtig sein, Chat. Jeder Cent ist wichtig. Welcher dieser Spieler steht auf einem Abstiegsplatz? Ey, Chat, ich will Bayreuth sagen. Chili sagt Zwickau. Chili, für dich auch ruhig sein im Stream. Okay, mach mal ein paar Wetten im Chat und dann ist alles gut. Wieso höre ich nicht auf mich? Ich weiß doch, dass ich hier in dem Stream der Schlauste bin. Wieso höre ich ansatzweise auf irgendjemanden aus dem Chat? Also ich kann euch nur als Tipp geben, meldet euch bloß nie bei Wer wird Millionär an. Das ist nämlich Zeitverschwendung. Ey, immerhin lag ich richtig und habe für Disziplin gesorgt, ne? Immerhin etwas hier in dem Bums. Die Frau ist schwanger. Wo ist die schwanger? Sehe ich nicht. Stand doch da? Ja, dann soll ich mal hinmachen. Wie lange ist sie denn schwanger? Wie lange ist diese Person schwanger, frage ich mich. Eine ganze Saison ist sie schwanger. DFB-Pokal nicht qualifiziert. Da waren wir gar nicht drin, du Fisch. Alles okay, sonstiges verpasst. Ist überschaubar. Der Jüngste, Kevin K. Polasch. Kein schlechten. Tops und Flops, ja, sind wir einfach nicht dabei, ne? Jugendabteilung verschlechtert, schlechter als der Tabellenplatz aussagt. Das halte ich für ein Gerücht. Der Kölleck hat langsame Spermien, glaube ich, so kommt mir das vor. Oder die bringt direkt einen 16-Jährigen zur Welt, kann ja auch sein. Oh Mann, Alter, mir grautet jetzt, Chat, ne? Vor Prestige. Prestige wird eine ganz schwierige Hase werden, glaube ich. Gehälter werden ganz katastrophal, glaube ich. Und am Ende kriegen wir ein Mädchen. Am Ende kriegen wir ein Mädchen. Die können wir leider nicht dann spielen lassen, weil das ist hier kein EAFC. Kylian Mbappé. Wechselt nach Real Madrid. Rodrigo, 4 Wochen verletzt. Ja gut, da weißt du, warum die gekauft haben, ne? Keiner von Porto gewesen, ne? Auch erstaunlich. Keiner von Porto. Ich kann ja hier nicht mal groß was wegnehmen. Ich muss das so lassen. Wenn wir das mal wenigstens hätten hier. Chat, das sieht vernünftig aus. Das sieht erstmal vernünftig aus. Baukosten sieht scheiße aus. Akzeptieren. Website. Akzeptieren, Website. Akzeptieren, Presse. Akzeptieren, Presse. Akzeptieren, Presse. So. Manchester City ist an der Börse. Interessiert mich nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Jährlicher Bericht. Gewinn von 200.000, ne, Gewinn von 800 sogar. Damit haben sie nach Steuern ihren Gewinn von 200, ja, willkommen in Deutschland. GG. Er verliert Moralpunkte? Junge, chill doch mal. Ich muss doch wohl die Verteidigung hier nachbügeln. Ey, die kennen sich sogar, die beiden. Ey, die Scorer sehen gut aus. Scorer sehen gut aus. Stellen wir mal ein hier, Antritt. Zack, Flanken auf jeden Fall. Bumm.
Ja, ja, ja. Bisschen Spieler haben wir, Chat. Ein bisschen an Spielern dran haben wir. Ich stelle nur mal einmal provisorisch auf. Wir brauchen auf jeden Fall, denke ich, einen neuen Linksverteidiger. Oh, Ausdauer 49, doch so viel. Der hat eigentlich auch schon stabile Werte. Viel im 70er-Bereich. Oh, so einen genialen Freistoßschützen, der irgendwie so im 80er-Bereich ist oder so. Wir können auf jeden Fall einiges verkaufen. Aber viel Geld kommt da nicht bei rum. 5000. 19, das ist auch nicht so. Das wirkt, glaube ich, mehr, wie es ist am Ende. So. Chat. Prestige. 4-2. Immerhin. Auch hier ein kleiner Schritt nach vorne. Von 3-1 auf 4-2. Ey, wir werden Arschlack brauchen. Aber talenttechnisch sieht auch das hier nicht so verkehrt aus. Das war der Rumäne hier, ne? Aber der ist zu schlecht noch. Der kriegt mal ein Vertragsangebot. Können wir zur Not verleihen. Kacke, Alter. Das muss sie alles wegmachen hier. Ganzen Ein-Sterne-Krücken. Die muss sie alle weghauen. Zweite Mannschaft ist aufgestiegen? Da hat doch gar keiner gespielt. LOL! Ja, gar keine zweite Mannschaft. Die steigt immer auf. Ja, GG. Toll. Super. War geil. Ja, dann geht der in die Reserve. Der Finke, wo ist er hier? Alle, die nicht so krass viel bringen. Der, dann hat Talent. Lemon Tree. Im Sturm muss was passieren. Den trainieren wir auf links außen an. Das hat mit dem Wunsch eher nicht so gut funktioniert. Privater Bereich. Aktien. Ist alles hoch gerade, ne? Sollen wir direkt City-Aktien holen? Kaufen direkt City-Aktien. Jugend hochziehen. Ich muss dafür die aber auch alle Verträge zahlen. Ne? Ich will erst meinen ersten Kader stehen haben. Erster Kader erstmal Prio Plus. Wir müssen schauen wegen Verträge auch, ne? Weil zum nächsten Saison läuft. Ich will gar nicht gucken, Alter. Ey, Chat, hier ist einiges bei, ne? Unsere ganzen Talente hier. Die haben alle keinen Bock. Die haben alle keinen Bock und wir können es uns nicht erlauben, hier jemanden ablösefrei ziehen zu lassen. Ich kotze doch im Teich. Kessler würde gehen. Gierstein würde gehen. Buri würde gehen. Ja, stimmt, wir können eventuell mit den labern. Da können wir eventuell noch was machen. So, für euch auf YouTube ist jetzt hier Schluss. Transferphase werde ich euch nichts, da kriegt ihr eine Breaking News. Danke für eure Aufmerksamkeit. Würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Wäre ein absolutes Träumchen. Und dann sehen wir uns am Sonntag im Stream wieder. Eventuell spielen wir Sonntag im Stream eine ganze Saison. Ja. Alles klar. Tschüss.